Hallo und herzlich willkommen. Wir werden heute einen Obstbaum okulieren. Und zwar haben wir hier einen Obstbaum gefunden, der zwar sehr kleine Früchte hat, aber die sehr, sehr lecker sind, richtig zuckersüß. Und von daher haben wir uns entschieden, jetzt den einen Apfelbaum, den wir haben, einen Wildling, ja, zu veredeln durch Okulieren. Und wie das geht, das zeige ich euch gleich. Ich zeige zunächst mal eben kurz die Früchte. Und zwar sind das also wirklich sehr kleine Früchte. Aber wie gesagt, die sind also zuckersüß und schmecken total genial. Und ja. Jetzt werden wir uns diese Sorte mal auf eine wilde Unterlage veredeln. Wir haben uns jetzt ein paar Edelreiser mitgebracht, die wir uns von dem Baum abgeschnitten haben. Leider sind die einjährigen Triebe, die wir dazu benötigen, in diesem Fall sehr dünn. Also das Schneiden der Augen wird etwas schwierig werden, aber nichtsdestotrotz zeige ich euch das gleich. Wir haben jetzt hier eine Unterlage, in dem Fall ist das ein Wurzelausläufer gewesen, den ich vor etwa 3-4 Jahren eingepflanzt habe im Topf. Und den haben wir uns groß gezogen und der ist mittlerweile etwa fingerdick und den können wir uns jetzt veredeln, um die Sorte, die wir haben möchten, darauf zu bringen. Ich kann euch nur empfehlen, schneidet euch auch zweijährige Triebe ab. Zum Üben, denn hier könnt ihr die Veredelung üben. Denn auch wenn das im Film immer so einfach aussieht, wenn man solche Filme auf Veredelung sieht, denkt man sich, ach, das mache ich jetzt auch mal eben. Ja, man wird sich wundern, ganz so einfach ist dann doch nicht. Also ein bisschen üben sollte man vorher schon, bevor man sich an das Bäumchen heranwagt, das man dann wirklich veredeln will. Also üben, auf jeden Fall. So, und als erstes werden wir jetzt erstmal die Augen schneiden. Die einjährigen Triebe, die wir uns abgeschnitten haben, die werden wir jetzt entblättern. Und dort ziehen wir einfach die Blätter nach unten hinweg und können so uns die Augen freilegen, die wir benötigen. Im oberen Bereich hier, die Augen werden viel zu klein und zu dünn sein. Von daher werden wir jetzt etwa mittig beginnen, uns bei diesem Trieb jetzt hier die Augen abzuschneiden. Und dazu benötigen wir ein scharfes Messer. In dem Fall ist das jetzt ein Stecklingsmesser. Besser ist natürlich ein Okuliermesser, das hinten, ja, soll man sagen, hier noch eine feste Nase dran hat, mit der man später dann den T-Schnitt in der Veredelung oder an der Veredelung öffnen kann. Aber das zeige ich euch gleich mal. Also jetzt werden wir erstmal versuchen, hier ein vernünftiges Auge herauszuschneiden. Und dazu müssen wir auf jeden Fall auch Holz mit abschneiden. Also nicht nur einfach unterm Auge kurz her, sondern müssen schon ein Stück Holz mit abschneiden. Sieht man das überhaupt? Ich denke mal, ja. Ziehen wir den hoch und ziehen den einfach ab. Drehen wir uns das Auge einmal um. Und jetzt müssen wir hier dieses Holzteil, was hier sich jetzt noch drin befindet, na, kriegen wir scharf gestellt, ja. Hier befindet sich jetzt noch ein Holzteil drin und das müssen wir jetzt entfernen. Dazu knicken wir hier einfach mal das bisschen ab und hier sieht man schon, dass also hier das Holzteil zum Erscheinen kommt. Und auf keinen Fall hier auf die Schnittflächen fassen. Das sollten wir nicht machen. Wir ziehen jetzt das Holzstückchen einfach nach unten ab. Und so haben wir jetzt das fertige Auge, das wir so einsetzen können. Also so. Lol. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Deswegen fängt man also oben am Wachstumspunkt an und nicht unten, sondern möglichst oben. Aber wie gesagt, die unteren bzw. die oberen Augen, die konnten wir jetzt nicht gebrauchen. Von daher bin ich jetzt mittig hier angefangen. Und so gehen wir Stück für Stück dann nach unten, etwa 1 cm, 1,5 cm unter dem Auge in Wachstumsrichtung schneiden wir jetzt unter dem Auge her mit Holzteil und ziehen das dann einfach ab, drehen das einmal um und wie gesagt nicht auf die Schnittfläche fassen, knicken uns jetzt das hier einmal vorsichtig um, bis wir sehen, dass das Holzteil zur Erscheinung kommt. Ne? Kommst du wohl, da ist es. Und das ziehen wir uns jetzt heraus und so können wir dann das Auge verwenden. So, mal gucken, ob wir das jetzt ein bisschen näher drauf kriegen. Also etwa 1 bis 1,5 cm unter dem Auge setzen wir den Schnitt an in Wachstumsrichtung, schneiden unter dem Auge ins Holz hinein und ziehen das Ganze dann so ab. Wie gesagt, nicht auf die Schnittfläche fassen. Das Ganze knicken wir jetzt hier ein bisschen nach unten und hier sieht man schon das Holzteil in Erscheinung kommen und das werden wir uns jetzt packen und nach unten herausziehen, soweit es geht. Wie gesagt, bei diesen dünnen ist jetzt nicht sehr viel Holzteil dran, da die Augen halt ziemlich klein sind. Aber nicht auf die Schnittfläche fassen, das ist also ganz, ganz wichtig. Man kann jetzt hier erkennen, mal gucken, ob ich das scharf kriege. Man sieht jetzt hier so zwei Punkte. Und wenn das so aussieht, dann ist das Auge auf jeden Fall verwendbar. Und auch den T-Schnitt sollte man natürlich üben vorher. Dazu setzen wir jetzt das scharfe Messer einfach hier oben an.
einmal waagerecht und dann setzen wir von unten nach oben einen Schnitt mittig zum T. Und jetzt ist das Schwierigste eigentlich dabei, das Lösen dieser beiden Lappen. Dazu sollte man möglichst einen stumpfen Gegenstand nehmen und ganz vorsichtig, also nicht zu dolle drücken oder ziehen, ganz vorsichtig, also die Rinde lösen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das Auge nehmen und schieben das Auge jetzt in dieses T hinein, drücken das etwas nach, nicht mit Gewalt, ganz vorsichtig, so dass das also wirklich hier unten richtig drin sitzt. Und wenn das der Fall ist, dann schneiden wir einfach das Schwänzchen oben im T-Schnitt ab und damit ist die Veredelung soweit fertig und muss jetzt nur noch verbunden werden. Aber wie gesagt, das müsst ihr wirklich üben. Also ich habe das hier auch schon einige Male gemacht. Hier habe ich jetzt einen, den habe ich sogar schon verbunden. Da sieht man das Auge noch rausgucken. Also hier habe ich schon etliche Versuche dran gemacht an diesem Stamm. Auch hier. Nee. Üben, üben, üben ist ganz, ganz wichtig. So, dann kommen wir jetzt an das Veredeln des eigentlichen Bäumchens. Wir werden hier wieder einen T-Schnitt machen, also einen waagerechten und einen senkrechten Schnitt. Und jetzt müssen wir vorsichtig die Lappen auseinanderbringen. Wie gesagt, beim Obstholz ist es also so, dass das manchmal sehr schwer geht. Du musst also sehr vorsichtig sein. In dem Fall hat es jetzt geklappt. Ich hatte vorhin schon mal einen Versuch gemacht, da hat es nicht geklappt. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite. Das zeige ich euch natürlich jetzt nicht. Lol. Also es klappt nicht immer gleich alles auf Anhieb. Dann nehmen wir jetzt unser Auge, schieben das vorsichtig rein. Soweit es geht, mit ganz leichtem Druck nach unten, bis es unten angekommen ist. Und dann schneiden wir einfach oben im waagerechten Schnitt das Schwänzchen ab. Und so können wir das Ganze jetzt verbinden. Wir haben jetzt Kunstbast, das funktioniert also auch. Natürlich gibt es spezielle Okulate dafür. Aber wie gesagt, wenn man ein Bäumchen hat und sich das veredeln will, naja, es geht auch anders. So, jetzt machen wir hier einen einfachen Knoten, damit uns das Bändchen später nicht einfach wieder abgeht. Nicht zu stramm ziehen. Und dann wickeln wir jetzt vorsichtig das Ganze ein. Das Auge lassen wir dabei frei stehen. Also das wird nicht mit eingebunden. Ganz leichten Druck, nicht zu stramm binden das Ganze. Schon so, dass die beiden Lappen auf dem Auge aufliegen, aber nicht zu stramm, wie gesagt. So. Dann machen wir uns jetzt hier oben einfach nochmal Knoten rein. Am besten dann Doppelknoten, damit er uns nicht wieder aufgeht. Einmal durchziehen. Nochmal durchziehen. Das ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit hier mit. Wie gesagt, da gibt es ganz spezielle Okulate für. Das sind Gummis mit so einem Haken dran. Damit geht das wesentlich besser. Aber ich zeige das ja hier nicht für Profis, sondern für Leute, die mit normalen Mitteln sich solch eine Veredelung auch durchführen möchten. Ja, und das war im Prinzip jetzt die ganze Veredelung. Wie wir jetzt gesehen haben, kann man sich also auch behelfen beim Okulieren. Es gibt natürlich spezielle Werkzeuge und auch spezielle Materialien dafür, aber wie gesagt, als Otto-Normalverbraucher hat man das nicht und man kann sich so eine Veredelung, eine Okulation auch selber herstellen und sich eine Sorte heranziehen, die man gerne haben möchte. Ja, das denn nennt sich auch Sommerveredelung, aus einem ganz einfachen Grund. Die Veredelung wird von Mitte Juli bis Mitte September durchgeführt, je nachdem wie die Witterung ist, also von Standort zu Standort, also Region zu Region, ist natürlich etwas unterschiedlich, aber in dieser Zeit werden diese Okulationen durchgeführt. Man kann das auch vorher testen, indem man an Ästen die Rinde mal etwas löst, ob sie sich leicht lösen lässt, dann ist auf jeden Fall der beste Zeitpunkt gekommen, um dann auch eine Veredelung durchzuführen, diese Okulation. Und wenn natürlich die einjährigen Triebe, die man dafür benötigt, ausgereift sind, also nicht mehr im Wachstum sind, sondern ja, im Prinzip alles schon zur Ruhe gekommen ist und sich die Blätter leicht lösen lassen. Ja, das
ist jetzt erstmal die Okulation. Wie es weitergeht, werde ich euch dann nächstes Jahr zeigen, denn in diesem Jahr wird nichts mehr passieren. In 3-4 Wochen wird diese Veredelung angewachsen sein, dann wird sich hier Kallus bilden. Und wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir jetzt so einen Bast nehmen oder dergleichen, dass das Ganze nicht einwächst, also zu eng wird und die Rinde über das ganze Band wächst, sondern das Ganze dann lösen, wenn es sein muss. Da müssen wir natürlich darauf achten. Beim Okulat ist das nicht so der Fall, das löst sich einfach auf und ja, ist dann irgendwann hin und weg. Aber hierbei müssen wir natürlich darauf achten, dass das Ganze nicht zu stramm wird mit der Zeit. Ja, und im Frühjahr, wenn das Ganze anfängt zu wachsen, werden wir unser Bäumchen hier verabschieden. Das heißt, wir werden über der Veredelungsstelle das Ganze abschneiden, damit dann dieser eine Trieb sich kräftig entwickeln kann. Aber wie es weitergeht, das zeige ich euch dann im nächsten Jahr. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Zuwachsen braucht man das Ganze nicht. Das ist so vollkommen ausreichend, dass sich dort Kallus drunter bilden kann. Vertrocknen wir das Ganze nicht. Und von daher brauchen wir es jetzt nicht einpacken, einwachsen oder dergleichen. Von daher lassen wir das jetzt so, wie es ist. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, und wie gesagt, wie es weitergeht, das zeige ich euch dann später. Eins hatte ich dann jetzt doch vergessen, und zwar könnt ihr natürlich auf einem solchen wilden Apfel auch 2 oder 3 Sorten veredeln, in Abstand von ungefähr 5 bis 10 Zentimetern Höhe, und so könnt ihr dann euch verschiedene Sorten auf einem Baum veredeln. So, das wollte ich nur gesagt haben, weil die Frage mit Sicherheit kommt. Bis denn. Ciao. So sieht jetzt die Avocado aus. Ist ungefähr handgroß. Hat schon einige Blätter entwickelt und die steht draußen, trotzdem wir es eigentlich schon relativ kalt nachts haben. Aber ich denke mal, dass wir dadurch das Wachstum ja etwas drosseln können, dass das Ganze nicht zu stark in die Höhe schießt. Aber bis jetzt macht ihr die Kälte nichts aus. Sieht also noch recht kräftig aus und die Blätter entwickeln sich auch schön. Nicht ganz so groß, aber sie wächst. Ich zeige euch jetzt nochmal die Hydrangea paniculata Wimps Red. In diesem Jahr blüht sie wirklich wunderschön. Also sie trägt ihren Namen alle Ehre als Bonsai. Und hier haben wir jetzt unsere Lunicera, die wir in die Flasche gepflanzt hatten. Und die wächst mittlerweile auch wieder. So, hier haben wir unsere Melodie. Das Licht ist hier drin gerade nicht bestens, aber egal. Das ist hier die Papaya. Das ist jetzt die erste, die aufgegangen ist. Die haben wir drin stehen gehabt. Das ist jetzt hier in Komposterde. Und die anderen sind noch nicht gekeimt, aber eine ist auch schon gekeimt. Und zwar die, die wir im Kühlschrank 3 Tage stehen hatten. Die zeige ich euch auch noch mal kurz. So, mal gucken, was wir auf dem Schirm kriegen. Wir machen das Hütchen ab. Und hier sehen wir, das ist auch Komposterde. Das kleine hier, das ist Unkraut, aber das hier, das ist auch eine Papaya. Also haben wir jetzt in jedem Topf eine. Wir hatten ja 3 reingesetzt. Mal gucken, ob die anderen später auch noch kommen. Wir werden jetzt die Haube ablassen, damit das Ganze nicht zu feucht da drin ist und uns die Sämlinge eventuell am Stängel unten anfangen zu faulen. Von daher lassen wir es jetzt offen. Und die bleiben natürlich drinnen. Ja. Das sehe ich gerade, das ist hier nicht so gut gelungen. Cut.